Ich grüße dich und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Einmal kurz zu mir, ich bin der Spike oder auch Freigeist TV genannt und auf diesem Kanal findest du alles um Loot-Shooter, RPG und Open-World-Spiele. Im heutigen Video widmen wir uns mal dem Spiel Wolong Fallen Destiny. Die Demo kann man bereits spielen und alles, was man in der Demo erspielt hat, kann man auch mit in die Vollversion mit rübernehmen. Aber einmal kurz eine kleine Geschichte vorab. Ich selbst bin eigentlich nicht der Souls-like-Spieler. Jedes Game, was ich in dieser Art von Genre gespielt habe, habe ich kurze Zeit wieder direkt wieder deinstalliert, weil ich einfach zu schlecht war. Aber vor kurzem, wo ich die Demo auf meinem Twitch-Live-Kanal gespielt habe, hatte ich das Glück, dass wirklich ein paar coole Leute um die Ecke kamen und mir mit Rat und Tat beiseite standen. Mir wurde vieles erklärt, wie man das Spiel zu spielen hat, etc. pp. Und mittlerweile kann ich sagen, Wolong Fallen Destiny hat mich so dermaßen in den Bann gezogen. Ich spiele momentan nichts anderes. Es ist nicht mehr so schwer, wie es vorher für mich war, denn ich weiß jetzt mittlerweile, wie ich zu spielen habe. Ich kenne jetzt die ganze Mechanik etc. pp. Und in diesem Video erkläre ich euch einmal das komplette Spiel Wolong Fallen Destiny und wie ihr eigentlich auch mit Leichtigkeit die Demo meistern könnt und auch im späten Spielgeschehen. Also solltest du Interesse haben, dann lehn dich zurück und genieß das Video. Viel Spaß! Fangen wir im Spiel einmal komplett von vorne an. Und zwar, wir haben ja einmal einen Lebenspunktebalken, eine Geistanzeige und einen Moralrang. Die Geiststärke erlaubt es dir, Angriffe zu blocken und du kannst überschüssigen Geist verwenden, um mit Geistangriffen zusätzlich Schaden zu verursachen. Heißt, wenn jetzt hier unten die Leiste, ja, es wird ja einmal orange, wenn ihr einen heftigen Schlag macht oder so, oder es wird auch mal hellblau. Sobald es hellblau wird, kleine Empfehlung, drückt die Dreieck-Taste oder auch die Y-Taste, um dann nochmal mit euren harten Angriff zusätzlichen Schaden zu verursachen. Allerdings solltet ihr auch darauf achten, wenn der orangene Balken komplett voll ist, dann können die Feinde euch betäuben und eure Abwehr durchbrechen und das mit Leichtigkeit. Und das ist nicht so schön. Daher solltet ihr immer schön darauf achten, dass der orangene Balken leer bleibt. Das macht ihr natürlich mit normalen Schlägen, ohne einen heftigen Schlag zu verursachen. Normale Schläge setzen dann die Leiste wieder auf Null oder ihr kriegt da natürlich überschüssigen Geist, womit ihr dann noch mehr Damage machen könnt. Und was nochmal für zusätzlichen Damage sorgt, ist euer Moralrang. Das ist dann ein Stufensystem. Je höher euer Moralrang, das geht bis 25, desto mehr Schaden teilt ihr auch aus. Allerdings sieht das auch bei manchen Gegnern so aus. Je höher deren Moralrang, desto stärker sind sie natürlich. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Und daher ist es auf jeden Fall notwendig, gerade bei Wolong Fallen Destiny ordentlich zu leveln. Sucht euch eine Passage von Fahne zu Fahne und genau dazwischen geht ihr dann immer und immer wieder den gleichen Weg entlang. Und macht dann immer mal wieder alles platt, damit ihr ordentlich leveln könnt. Jetzt nicht nur euren Moralrang, sondern auch euer Level allgemein. Und das erleichtert euch so einiges. Und so habe ich dann halt unter anderem auch die Demo geschafft. Ohne Probleme. Ich habe nur in der Demo bis zum ersten Boss bis Level 20 gefarmt. Und dann habe ich halt alles mit Leichtigkeit schaffen können. Und hier habe ich auch nur mit der Stangen-Podao gespielt. Denn ich finde, das Balancing bei dieser Waffe ist schon richtig nice. Sie ist schnell. Was heißt schnell? Sie ist mittelmäßig schnell, sagen wir mal. Und haut noch ordentlich Damage raus. Und damit spiele ich bis jetzt auch noch. Und dementsprechend ist es auch bis jetzt eine Leichtigkeit in dem Spiel. Und was ihr unbedingt drauf haben solltet, ist das Fixieren von Gegnern. Also das Anvisieren. Ihr drückt hier R3-Taste. Und dann kämpft ihr erstmal gegen einen bestimmten Gegner. Wenn ihr das nicht macht, dann verliert ihr ganz schnell die Übersicht und könnt dementsprechend auch sehr, sehr schnell sterben. Und durch das ganze Anvisieren könnt ihr dementsprechend auch viel schneller reagieren, so wie hier in dem Beispiel. Habt ihr es gesehen? Ich habe einen Gegner anvisiert, der andere kam schon hinten rein, weil ich es unter anderem auch gehört habe und konnte dementsprechend dann auch viel, viel schneller ausweichen und auch einen harten Schlag verursachen. Daher solltet ihr das auf jeden Fall machen, immer mal wieder die Gegner anvisieren, auch gerade in größeren Mengen,
wenn sie dann da angetanzt kommen. Denn so habt ihr dann eine bessere Kontrolle, um die Gegner platt zu machen. Und neben dem ganzen Kampfgeschehen solltet ihr mal in euren Inventar gucken. Denn hier findet ihr wahres Key. Splitter des wahren Keys zum Beispiel hier. Das sorgt dafür, dass wir noch mehr Punkte kriegen, um unsere Stufe zu erhöhen. Ich selbst habe es natürlich sehr oft übersehen, bis mich einer im Chat darauf aufmerksam gemacht hat. Deswegen dachte ich mir, packe ich das Ganze mal mit in dieses Video, weil vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der das ebenfalls nicht gecheckt hat. Und daher sollt ihr das dann auch mal machen. Und selbstverständlich neben diesem wahren Key gibt es noch andere Sachen, so wie hier jetzt gerade in dem Beispiel, was wir ebenfalls aktivieren können. Wenn wir dies aktivieren, erhöht sich quasi unser Heilgetränk und dementsprechend können wir uns dann viel höher heilen. Also checkt mal immer mal das Inventar ab, lest euch das ganze Zeugs durch und nutzt es dann dementsprechend, denn das gibt euch ebenfalls Vorteile im Spiel. Was unter anderem auch sehr nützlich ist, Freunde, ist das extreme schnelle Waffenwechseln. Und eigentlich müssen wir hier R2 drücken und dann immer hoch runter zum Waffenwechseln, was halt recht nervig ist. Aber das Ganze geht halt viel, viel schneller. Ich habe jetzt hier gerade ein Schwert in der Hand. Ja, wir drücken jetzt einmal die R1-Taste und dann einmal Kreistaste. Und zack, haben wir schon die Waffe gewechselt. Und das ist ganz nice. Gerade im heftigen Spielgeschehen können wir dann die Waffe wechseln zu einer anderen Waffe. Und das erleichtert uns dann so einiges. Also immer schön R1-Taste drücken und dann die Kreistaste hinterher. Solltet ihr die Möglichkeit haben, greift die Gegner von hinten an oder auch von oben mit Dreieck-Taste oder Y-Taste. Denn dadurch macht ihr viel Damage und der Gegner verliert enorm viel Lebensenergie. Und einmal nochmal kurz zurückzukommen. Ich habe ja gesagt, ihr sollt sehr viel farmen. Ja, das Farmen ist zwar mühselig, aber wenn ihr immer und immer wieder den gleichen Gegner macht, werdet ihr irgendwann belohnt, in diesem Fall jetzt gerade ein 4-Sterne-Ausrüstungsteil. Und aus Erfahrung kann ich euch sagen, ich habe diesen Gegner jetzt gerade etliche Male gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt hier knapp 2 Stunden gefarmt und dieser Gegner hat mir tatsächlich einige 4-Sterne-Sachen gedroppt. Die Gegner droppen selbstverständlich auch verschiedene Gegenstände. Arm, Kopf, Bein, Körper etc. Ja? Und daher solltet ihr farmen, was das Zeug hält, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Und das erleichtert euch natürlich selbst, die ganzen Gegner und vor allem die Bosse mit Leichtigkeit dann zu erledigen. Und jetzt gehen wir mal Richtung Level. Wie habe ich die Demo ohne Probleme geschafft und wie spiele ich jetzt momentan aktuell? Wir gehen mal ganz normal auf Stufenaufstieg. Und jetzt seht ihr da so einiges an Zahlen. Es kommt immer auf eure Spielweise an. Das muss man einmal erwähnen, ja? Aber ich gehe jetzt erstmal von meiner Spielweise aus und ich bin ja halt nicht so der Souls-like-Spieler. Ich bin mehr so der Typ von wegen rein da und immer schön drauf. Und dementsprechend brauche ich hier auf jeden Fall die Erdkraft. Denn wenn wir die Erdkraft hoch machen, kriegen wir immer pro Level zusätzlich Angriffskraft auf unsere Nahkampfwaffe 2. Das wurde mir ebenfalls in meinem Live-Chat empfohlen. Ich habe es gemacht. Ich habe ganz am Anfang erst immer auf Feuerkraft gemacht. Aber das war halt ein Fehler, bis mir gesagt wurde, Level auf jeden Fall Erdkraft. Denn dadurch wird die zweite Nahkampfwaffe extrem stark. 236 kann sich sehen lassen. Dementsprechend, was auch wichtig ist, ist unser Ausrüstungsgewicht. Wir wollen ja unter anderem auch bessere Ausrüstung tragen, ja? Die bestimmte Attribute hat, bessere Werte etc. pp. Und natürlich auch Verteidigung. Und die wiegt auch einiges. Und wenn wir Erdkraft die ganze Zeit pimpen, dann kriegen wir nicht nur nochmal zusätzlich Schaden auf unsere Nahkampfwaffe 2. Wir kriegen unter anderem auch mehr Bonus für unsere Ausrüstungsgewicht. Also wir können schwere Rüstung tragen, ohne dass dann unsere Beweglichkeit beeinflusst wird. Solltet ihr das nicht machen, ja, könnt ihr dann eure Ausrüstung zwar tragen, aber dadurch werdet ihr dann automatisch langsamer. Und das wollen wir halt nicht. Also ich zumindest nicht. Daher habe ich halt ganz am Anfang hier auf 8 hochgepimpt, was natürlich falsch war. Und im Nachhinein dann auf 30. Und damit komme ich persönlich richtig, richtig gut klar. Denn wir gehen einmal ganz kurz rein. Wir gehen auf unsere Ausrüstung rein.
Und wie ihr seht, habe ich schon einiges an 4 Sterne gesammelt. Und es wiegt auch einiges. Hätte ich das jetzt alles nicht gemacht, könnte ich das alles gar nicht tragen. Denn wir sehen jetzt hier, ich habe eine Beweglichkeit von B. Es gibt ein Stufensystem, das nennt sich A, B, C, D, E, F. F ist natürlich total schlecht, ist halt eine Note 6. B ist eine Note 2. Damit komme ich persönlich richtig, richtig gut klar. Und wie ihr gerade seht, spiele ich immer noch mit der Stangenpodau. Und mit der komme ich mega nice klar. Ich habe sie auch tatsächlich schon auf 3 gepimpt. Ne, auf 2, Entschuldigung. Habe ich mittlerweile 236 Angriffsschaden. Und die haut echt gut rein. Und daher habe ich das Ganze dann auf Erde geskillt. Denn ich persönlich als Noob in Anführungsstrichen komme recht gut klar. Und ich befinde mich hier noch im Gebiet nach der Demo. Ja, also nach der Demo kommt ihr dann in diesem Gebiet hier rein. Und könnt dann hier rumlaufen. Und hier habe ich dann dementsprechend schon gut hochgelevelt. Level 37. Und das Gebiet ist, glaube ich, für 11 gedacht. Aber selbst mit 11 hast du hier extrem viele Probleme. Ich habe hier auf der Map schon so einige gesehen mit Level 20, Level 25, die hier schon gestorben sind. Und da dachte ich mir, komm, levelst du doch ein bisschen voran. Und da investiere ich zwar ein bisschen Zeit, aber diese Zeit lohnt sich, denn ich finde unter anderem bei solchen Gegnern halt bessere Ausrüstungsgegenstände mit besseren Sternen. Und da nähern wir uns auch schon dem Ende zu. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Solltet ihr Interesse an weiteren Videos an Wolong, Fallen, Destiny haben oder natürlich auch anderen Videos, dann bleibt doch direkt mit aktivierter Glocke und einem kostenlosen Abo dabei. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.